Der Ukraine-Krieg wird auch ein Gesprächsthema beim bevorstehenden G20-Gipfel in Rio de Janeiro sein. Das Treffen von Vertretern der führenden Wirtschaftsnationen ist eins der wenigen Formate, bei dem westliche Länder und Russland noch an einem Tisch sitzen. Auch andere drängende Fragen werden die Teilnehmer beschäftigen, etwa die Weltwirtschaftslage und die Bekämpfung des Klimawandels. Ein Thema, das im Gastgeberland Brasilien eine entscheidende Rolle spielt. Viel Geld hatte Carmen Reis nie. Vor 6 Monaten dann hat die Flutkatastrophe zerstört, was sie sich mit ihrem Ersparten über Jahrzehnte aufgebaut hatte. Nach Extremregen stand mit Rio Grande do Sul 3 Wochen fast ein ganzer Bundesstaat unter Wasser. Aufbauhilfe gab es bislang keine. Ich bitte darum, schaut mehr nach den sozial Schwachen. Uns fehlen die Mittel, um uns zu helfen. Warum sind es die Armen, die immer am stärksten betroffen sind? Viele Familien sind hier nun auf Essensspenden angewiesen. Carmen hilft. Ereignisse, die G20-Gastgeber Brasilien bestärken, entschiedene Hilfe beim Kampf gegen Klimawandel, Armut und Hunger zu fordern, noch mehr zu beschließen. Um die Herzen der Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, müssen die Regierungen den zunehmenden Graben zwischen der Stimme der Märkte und der Stimme der Straße überwinden. Christo breitet seine Arme über dem Veranstaltungsort in Rio de Janeiro aus. Doch es gibt Zweifel, wie viel Einheit sich in der derzeitigen politischen Weltlage erreichen lässt. Es ist eine Welt, die geprägt ist von Spannungen zwischen China und Russland auf der einen und den Vereinigten Staaten und Europa auf der anderen Seite. Dieser G20-Gipfel findet in Brasilien im Schatten der künftigen Trump-Regierung statt. Warten ist keine Option für die, die Hunger haben. Über 1000 Teller täglich seit 6 Monaten hat Carmen zubereitet. Ohne gespendete Lebensmittel wäre die Hilfe nicht möglich gewesen. Noch immer zeichnet sich kein Durchbruch ab auf der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan. Inzwischen wächst die Kritik, dass dort hunderte Lobbyisten für fossile Energieträger anwesend sind. Klimawissenschaftler, Aktivisten und Politiker fordern, die Konferenz zu reformieren und bestimmte Interessenvertreter auszuschließen. Denn im Kampf gegen den Klimawandel drängt die Zeit. Auch im Öl- und Gas exportierenden Gastgeberland sind die Folgen längst zu spüren. Feijoa-Ernte, eine Guavenart aus Südamerika, die inzwischen auch in Zentralasien angebaut wird. Wie hier im Süden Aserbaidschans auf der Citrus Valley Farm. Geerntet wird ab Mitte September, doch in diesem Jahr ist es anders. Erst im Oktober ging es los, denn es fehlte einfach das Wasser. Die Feijoa braucht zum Wachsen eine Menge Wasser. Man sagt auch, sie trinkt nicht mit den Wurzeln, sondern mit dem Kopf. Das heißt, es braucht vor allem Regen von oben. Wasser von unten reicht bei Temperaturen von bis zu 45 Grad nicht aus. Aber es regnet immer weniger. Diese Früchte hier sind deshalb abgefallen, können nur noch zu Marmelade verarbeitet werden. Daran verdient sie weniger. In 17 Jahren hat Raftara Shokyorova ihre Farm nach vorn gebracht mit Zitrusfrüchten, Agrartourismus und einem Projekt für Landfrauen. Nun geht es um die Zukunft ihrer Enkel. Sie passen immer so auf, dass sie keine Zweige der Bäume brechen und auf keine Blumen treten. Denn sie sehen, das ist unsere Welt, unsere Natur ist, die wir schützen und liebevoll pflegen müssen. Dieser Geist müsse auch hinter der Klimakonferenz stehen, meint sie. Denn das Problem sei so groß, dass es nur noch gemeinsam gelöst werden könne.